Nicht alle Freunde und Verwandte, die man zu Weihnachten beschenken möchte, wohnen ums Eck. So mancher muss seine Gaben deswegen per Post verschicken. Damit der Gruß pünktlich unterm Baum liegt, gibt es einiges zu beachten. Es gilt, je früher, desto besser. In der Weihnachtszeit werden viel mehr Pakete verschickt als sonst. Hinzu können Schnee und Frost kommen. Wer sein Paket ohne Expressversand und innerhalb Deutschlands verschicken will, soll es deshalb spätestens am 20. Dezember in der DHL-Filiale abgeben. Beim Versanddienst Hermes endet die Frist einen Tag vorher, am 19. Dezember um 12 Uhr. Für Briefe und Grußkarten kann man sich etwas länger Zeit lassen. Die Frist endet hier am 21. Dezember. Wenn Pakete oder Päckchen eine weite Reise außerhalb Europas vor sich haben, ist es schon zu spät. Für die Ankunft vor Weihnachten hätten sie bis Ende November bei der DHL abgegeben werden müssen. In Deutschlands Nachbarländern, außer Frankreich, sollten die Päckchen der DHL unterm Baum liegen, wenn sie bis zum 14. Dezember abgeschickt werden. Bei anderen Paketdiensten unterscheiden sich die Vorgaben je nach Land teilweise stark. Nach den angegebenen Terminen garantieren die Unternehmen keine Lieferung vor Weihnachten mehr. Es sei denn, Kundinnen und Kunden zahlen für eine Expresslieferung. Bei der DHL kostet diese, je nach Größe und Gewicht des Pakets, zwischen 11 und 45 Euro. Eine Abgabe ist dann einen Tag länger, also bis zum 21. Dezember möglich. Damit das Geschenk heil und pünktlich beim Empfänger landet, sollte für die Verpackung nur ein stabiles und intaktes Paket verwendet werden. Die Adressen des Absenders und des Empfängers sollten leserlich und gut sichtbar auf dem Paket vermerkt sein. Wichtig ist, dass vor dem Versand alle alten Barcodes oder Aufkleber entfernt werden. Auch wenn es schön aussieht, sollte das Paket außerdem nicht mit Schleifen oder Schnur verziert werden. Diese können in den Sortiermaschinen der Paketzusteller verfangen. Mit Luftkissenmaterial können empfindliche Geschenke geschützt werden. Ein schriftlicher Hinweis reicht nicht, denn die Pakete werden mit anderen, teils sehr schweren Paketen transportiert.